Habt ihr schon mal ein Video vom Budracer gesehen? Ja, Mann, den kennen wir. Das ist dieser echt hübsche Typ. Auf jeden Fall, da hast du total recht. Und das ist echt ein geiler Typ. Ja, und er ist unheimlich hübsch. Ja, Mann! Schlag ein, wir ziehen uns ein Video von ihm rein. Bremse. Auf der Rancho Relaxo. Ich bin Troy McClure. Sie kennen mich bestimmt noch aus Filmen wie Heute töten wir, morgen sterben wir oder Gladys, das tolle Maultier. Doch hier sehen Sie mich in meiner größten Rolle. Als Ihr Videofremdenführer durch... Das Pfingstmontag-Bash-Video. Unsere Führung beginnt bei Ihnen im Zimmer, wo Sie sich die allerneuesten Filme aus Hollywood ansehen können. Und nach Mitternacht die aufregendsten dänischen Spitzenfilme für Erwachsene. Oh la la, heute steht auf dem Programm Thelma und Louise, die glücklichen kleinen Elfen, begegnen Flauschi-Kuschelentchen und das erotische Erwachen der S. Und natürlich das stabile Pfingstmontag-Bash-Video 2023. Jetzt hast du aber auch nur noch Frontantriebe. Wo hast du denn den abgerissen? Alter. Ich denke mal... Das hat den einfach abgerissen, die Chassisplatte ist ja noch ganz. Jawohl. Ja, das ist nicht so gesund mit den Schwingungen. Jetzt muss man fahren. Jetzt wolltest du aber alles geben. Ne? Das ist nicht so gesund. Ich glaube, Schwingung, wenn die Kurbel, also hier nein, die Antriebswelle kaputt ist durch die ganze Vibration. Ich hab Kunststoff rausgerissen jetzt hier. Ja, wieder rausgerissen. Ja, hier. Boah, aber alle vier? Ja, bei dem Spring. Vor allem Hobau-Kunststoff ist ja gar nicht so schlecht. Alter. Hä? Zeig nochmal! Ja, das Gute ist ja, hast ja auch noch die Lenkung! Los, Backflip! Ja, gut. Also, der Schaden ist eigentlich minimal. 4 plus 6?
Sechs Schrauben hat frei rausgezogen. Das tut dem aber. Ja, guck mal hier. Mach aber so. Knack. Jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Danke. Jetzt ist gebrochen. Aber es ist wieder gerade. Hey, da hält die geile Frickellösung, ja? Dann geht das scheiß Kabel hier kaputt. Oh, jetzt machen wir eine Kaffeepause. Oh, mit super. Danke. Satt gelandet hier. So, jetzt aber nochmal mit Vollgas auf die Schanze zu. Jetzt geht's ab. Jetzt wird gekackt! Kennt ihr Barry Manilow? Nein, das ist ein Lied von ihm. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended far across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Copa Cabana. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copa Cabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Copa Cabana.
sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Cobra, Cobra Cabana. Music and passion were always the fashion at the Cobra. Don't fall in love. Don't fall in love. Cobra Cabana. Been a radio-controlled monster truck with this kind of speed. Rechargeable 9.6V turbo power. Kick in the turbo for extra speed. The world's fastest 9.6V turbo monster truck. This truck really is a monster. 9.6V turbo hammer. New from Tyco. Battery pack required. Sold separately. Die drei von der Tanke sind wieder unterwegs. Das gibt wieder Unfälle. Wunderbar. Oh, ah, Wollo! Du hast ja nicht vergessen, das ist ja nur ein Techno. Nee, hier ist die Welle nicht mehr drin. Ist rausgesprungen. Ja. Ja. Oh, schöne Dachlandung. Wow. Sorry. Das ist die ESC-Warte, ja. Weiche Welle. Boah! Das war der Ex-Boiler. Whoopee! Thank you.
Colin, wunderschön. And chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who at the Copa? Copacabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Copa. Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Ah, you can feel.